Olympischen Spiele 1972 haben München zu einer modernen, internationalen Großstadt gemacht. Der Olympiapark steht bis heute beispielhaft für diese Entwicklung. Mit den Mitteln von Architektur, Landschaftsgestaltung, Design und Kunst Gemeinschaft erlebbar machen. Diese Vision ist verwirklicht worden. Der Park ist seither ein lebendiger und vielfältig genutzter öffentlicher Raum und repräsentiert in seiner Offenheit nichts Geringeres als unsere Demokratie. Den universellen Ansatz der Olympischen Spiele von 1972 wiederbeleben. Diesen Gedanken verfolgt das Festival des Spiels, des Sports und der Kunst im Olympiapark. Am 1. Juli wird es mit einer bunten Feier in der Olympiahalle eröffnet. Wie schon vor 50 Jahren treffen rund um den Olympiasee 9 Tage lang Sport und Kunst aufeinander, sowie unterschiedlichste Menschen aus aller Welt und gehen neue, besondere Verbindungen ein. Die Stadt München erinnert zum 50. Jubiläum in der ganzen Stadt mit vielfältigen, inklusiven und kostenfreien Veranstaltungen an den demokratischen und ganzheitlichen Ansatz der Spiele der 20. Olympiade. Bewahrt euer Land! Dabei wird die heitere Seite ebenso reflektiert wie das tragische Attentat vom 5. September 1972. Bayerisches Brauchtum und internationale Kultur trifft auf zeitgenössische Kunst. Olympioniken von 1972 auf inklusive Vereine. Die internationale Vielfalt der heutigen Münchner Stadtgesellschaft repräsentiert eine Parade, die vom Kunstareal in der Innenstadt bis zum Olympiasee zieht. Über 5000 Akteure und Gruppen aus Kunst, Kultur und Sport nehmen an ihr teil. Mehr als 50.000 Menschen begleiten sie bei ihrem Zug durch die Stadt. Mitten auf dem Olympiasee haben die Künstler und Architekten von Raumlabor eine Werft errichtet. Unter dem Motto Soft Democracies werden hier in der ersten Juliwoche täglich gemeinsam mit verschiedenen Vereinen aufblasbare Objekte gebaut und zu Wasser gelassen. Das Projekt knüpft damit direkt an die Idee der Spielstraße an, die zu den Olympischen Spielen 1972 in München entwickelt wurde. Schon damals wurden in der Sportlandschaft Orte geschaffen, an denen künstlerische Aktionen stattfanden und an denen jeder teilnehmen konnte. Damals wie heute geht es nicht nur um Unterhaltung, sondern darum, sich spielerisch mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Rund 90 nationale und internationale KünstlerInnen aus Kunst und Tanz, Musik und Architektur verwandeln 2022 auf Einladung des Münchner Kulturreferats das Areal in ein künstlerisches Experimentierfeld. Ein kreativer Parcours entsteht, in dem sowohl die Erinnerung an das radikal-demokratische Kulturprogramm von 1972 aufscheint, als auch seine heutige Relevanz klar wird. The game must go on. 계속되어야 한다. The game must go on. The games must go on. Das galt 1972 nur dem Sport. Das freie Spiel und die kritischen Stimmen der KünstlerInnen mussten nach dem Attentat auf die israelische Mannschaft verstummen. In den künstlerischen Projekten zum Jubiläum werden die ganzheitlichen Ideen, die gesellschaftlichen Fragestellungen und das Zusammenspiel von Kunst und Sport der Spiele von 72 in die Gegenwart transportiert. Der Olympiapark als öffentlicher Raum für die Begegnung mit Kunst wieder ins Spiel gebracht. Es geht um überraschende Begegnungen mit der Kunst im Grün des Olympiaparks, um kleine Gesten und neue Impulse. Statt großer Events sprechen die Künstlerinnen Einladungen zum Dialog aus.
Einladungen, Neues zu entdecken und Erfahrungen zu machen. An. Die SportlerInnen zeigen, wie man auftritt und sich bewegt. Und die Medien verbreiten die Bilder in Echtzeit, in Nahaufnahme und erst seit kurzem in Farbe. Die nationale Olympische Komitee, der die Spiegelbau nach München gebracht hat. Daum hatte mich eingeschaltet. Ich ahnte, dass er irgendwas von mir haben wollte für die Olympischen Spiele. Aber ich wusste natürlich nicht was. Und als ich sein Büro betrat, sah ich hinter seinem Schreibtisch über ihm ein Exemplar von meinem Düsseldorfer Regenbogen, der von 66. Der Rote. Daumen sagte so zu mir, Sabine, ich will so einen Regenbogen von Ihnen haben für München. Das wären unsere Regenbogenspiele. Aber denken Sie groß, Sie bekommen von mir alles, was Sie brauchen. Hat er das nicht gesagt? Alles bekommen Sie. Yeah.
auf dem Weg in die Zukunft 1972, 2022, 2072. Unter diesem Motto nimmt die Stadt München visionäre, kreative und kritische Impulse auf und richtet den Blick nach vorn. Heute wie damals geht es um die großen Fragen. Wie wollen wir unsere Zukunft gestalten? Wie wollen wir in Zukunft zusammenleben? In Erinnerung an die Olympischen Spiele in München eröffnen sich 2022 mitten im Alltag Gestaltungsräume für die Zukunft. Für alle.